Herzlich willkommen bei NoobTech zu einem weiteren WordPress-Training-Video. Da wir uns in letzter Zeit sehr häufig mit Verwaltung, Artikelerstellung etc. beschäftigt haben, möchte ich euch nun zeigen, wie ihr das Design eures Blogs verändern könnt. Auch hier hat WordPress ein sehr komfortables Feature eingebaut, das wir hier unter dem Bereich Design finden. Klappen das mal auf. Und sehen, wir haben Themes. Die anderen Punkte wie Widgets, Menü sehen wir uns dann später noch an. Beziehungsweise Widgets haben wir uns ja schon mal kurz angesehen, wie wir diese platzieren. Wir klicken deswegen jetzt mal auf den Link für Themes. Und sehen nun eine Übersicht über all unsere installierten Themes, die wir haben. Es gibt im Web diverse Webseiten, die sehr hochwertige Themes zur Verfügung stellen, die fertig ausprogrammiert sind, die ihr euren Bedürfnissen dementsprechend anpassen könnt. Ihr braucht dazu nur bei Google zu suchen nach WordPress Free Themes und schon bekommt ihr die größte Auswahl. Wie installiere ich so ein Theme? Ganz einfach. Ihr ladet euch das bei euren Seiten runter. Ich habe dann hier dann so einen Ordner. Starte zu dann FileZilla. Gehe auf den dementsprechenden Server, den ich habe. Gehe in den Ordner WP Content. Habe hier einen eigenen Ordner Themes. Und hier ziehe ich mir diesen Ordner, so wie er ist, hinein. Habe ich das dann abgeschlossen? Dann sehe ich das Ganze wunderbar eben in dieser Theme-Übersicht. Ihr seht, standardmäßig ist bei WordPress dieses 2010 1.2 dabei. Ich habe jetzt mal drei Themes dazu installiert, die wir uns jetzt etwas ansehen können. Wenn wir uns entscheiden möchten, was für ein Theme ich jetzt verwende, ihr seht, ich habe hier unten drei Stück an der Zahl, dann habe ich die Möglichkeit, über den Button Vorschau mir eine Vorschau zu generieren, wie das Theme dann mit meinem WordPress aussieht. Ich klicke darauf, warte ganz kurz und schon wird mir eine Vorschau dieses Themes gezeigt. Sieht doch mal recht ordentlich aus, wirkt etwas anders, professioneller, wie man es möchte. Ich kann dann hier rechts oben sagen, ich möchte dieses Theme sofort aktivieren oder ich schließe es wieder und sehe mir noch ein anderes an. Das würde dann so aussehen, auch das finde ich persönlich nicht schlecht. Ich zeige euch jetzt nochmal das alte Theme. Ihr seht also, die Webseite sieht bis jetzt so aus. Ich gehe dann wieder zurück und sage, ich möchte jetzt dieses FireGrow haben. Dazu klicke ich hier auf Aktivieren. Und hier oben bekommen wir eine Bestätigung, ein neues Theme wurde aktiviert. Dieses Theme unterstützt Widgets, bla bla bla. Wie wirkt sich das aus? Wir gehen auf unsere Webseite und tada, schon haben wir ein neues Design für unsere Seite geschaltet. Was natürlich jetzt auffällt, ist, wir haben hier auf der rechten Seite, wo die Sidebar hier eingearbeitet ist, haben wir unsere Widgets verloren. Dazu gehe ich wieder zurück und sage Widgets. Das klicke ich an. Nur durch Sagen wird es nichts bringen. Wir sehen hier jetzt in der Sidebar haben wir nichts. Und wir können wieder sagen, wir möchten unsere Kategorien haben. Dazu gehe ich einfach her, klicke mit der linken Maustaste, halte fest, ziehe es rüber und schon habe ich hier ein neues Widget angelegt. So, das dauert natürlich dann wieder kurz. Gehe wieder zurück auf meine Webseite und sehe, aha,
Toll, meine Navigation ist so, wie sie ist. Wir haben dann hier speziell bei diesem Design, das wird sich dann bei jedem Design speziell verändern, andere Optionen noch. Und wir könnten auch den Editor starten. Der Editor sieht so aus, dass wir immer den Code angezeigt bekommen der diversen Seiten. Wenn wir uns zum Beispiel jetzt den einzelnen Artikel ansehen, klicken wir an und wir sehen den kompletten Code, der sich auf dieser Seite befindet. Diesen könnten wir jetzt, wenn wir in PHP gefestigt sind und den WordPress-Codex kennen, könnten wir unsere Webseite dann noch umgestalten. Für Ungeübte würde ich sagen, diese lassen das. Tja, das soll es dann im Prinzip zu den Themes gewesen sein. Mehr gibt es nicht zu erzählen. Ihr seht also, man kann wunderbar seine Webseite so mit vorgefertigten Designs gestalten. Wem es geholfen hat, erzählt es bitte weiter. Macht ein Abo, sofern er noch keines hat. Und die anderen, tja, brauchen es anscheinend nicht. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.